Es gibt also historische Epochen, sagen wir mal, Instabilität zum Schlechten hin. Das nannte er immer Imperialismus. Also plötzlich verlud er die Sprache, plötzlich können die Leute nicht mehr malen, die Musik ist eine Kunstgattung des 18. Jahrhunderts, solche Sprüche. Damit meint er immer, der Imperialismus ist nicht mehr in der Lage, eine Kultur hervorzubringen, weil er nicht mehr in der Lage ist, ein Produktionsregime herzustellen, das tatsächlich für die Leute sorgt, sondern einfach nur die völlig verrückt gewordene Dynamik dieses automatischen Subjektkapitals ist. Für uns so, in der DDR war es leider. Und der Punkt ist, das ist also die eine Geschichte. Es kann etwas runterbröseln zum Schlechten. Es kann auch etwas aufbrechen zum Guten. Und dann schließlich gibt es Epochen, wie zwischen dem Ende der Antike und dem Beginn der Renaissance, wo einfach gar nichts mehr passiert. Und da hätte er uns jetzt gesehen. Also das sind die letzten Interviews. Tatsächlich, es ist die Perspektive da, wenn jetzt nicht schnell irgendwas passiert, und das dachte er schon, dass das nötig und möglich ist, dass schnell irgendwas passiert. Aber wenn es das nicht tut, dann haben wir eine Nacht vor uns, die im Gegensatz zu, also er kannte halt einfach den Satz Sozialismus oder Barbarei. Und er wusste, dass die Barbarei lange dauern kann. Und er war sehr böse, wenn Leute außer ihm gesagt haben, explizit, dass sie lange dauern kann. Wenn Georg Fülbert oder sonst jemand gesagt hätte, diese Scheiße, die wir jetzt haben, geht ein paar hundert Jahre, hat er gesagt, Verrat. Warum hat er gesagt Verrat? Weil er es ja verhindern wollte. Nicht, weil er es nicht für möglich gehalten hat. Denn wenn es um künstlerische Fragen geht, kommt es raus. Dann sagt er nämlich, wenn man ihn fragt, was sollen die Leute denn jetzt schreiben? Ja, ich wüsste auch nicht, was ich machen würde, wenn ich jetzt jung wäre. Und wenn mir jemand erzählen will, dass jemand, der sagt, ich wüsste nicht, was ich machen würde, wenn ich jung wäre, positiv in die Zukunft guckt. Also ich glaube tatsächlich, er hält sozusagen so etwas wie ein zweites Mittelalter, das er dann Moderne nennt, für durchaus möglich. Das heißt sozusagen, die Vehemenz der späten Polemik von Hux gegen die Romantik und gegen immer mehr die Züge, die pro-feudal, wie Sie gesagt haben, sind. Also immer mehr wird ihm die Romantik zu einem reinen Ständekram und zu einem reinen Mittelalter- und Christenkram. Das betont er immer mehr. In dem zur Romantik sind sie nur noch das, bezahlt von England. Warum? Warum wird das Mittelalter immer wichtiger? Warum wird es ihm immer wichtiger, diese verdammten Romantiker haben sich nach dem Mittelalter gesehen? Vielleicht, weil er ahnte, die kriegen jetzt ihren Wunsch erfüllt. Die kriegen jetzt ihren Wunsch erfüllt. Ja. Wenn ich einen Aphorismus anbieten kann, ich dilettiere in Graphologie und Dr. Oehme hat mir eine Schriftprobe des Herrn Hux zugänglich gemacht, den ich nicht gekannt und nicht in seinem Ambiente gesehen habe. Ich sage, als erstes war er ein Puppenstubenbauer, der sagt, na nur. Nur nicht im abschätzigen Sinn. Naja, Puppenstube oder Kloster. Also die Fantasie, Ich verstehe es schon. Überhaupt. Nein, ich verstehe es schon. Wenn man sagt Puppenstube als Refugium, als abgeschlossenen Raum, in dem man irgendwie noch was Vernünftiges, auch nicht. Wie ist es gemeint? Eine kleine Welt bildet. Okay. Ja. Aus einer Vielfalt. Von gut, wenn rings um die Hölle tobt, also... Das ist keine Ahnung. Was sagt ein Psychologe über ein Kind, das sozusagen statt sich mit anderen... Das war mein erster Eindruck, weil das Puppenhaus macht. Sagt eventuell, dass es traumatisiert. Gut, ich will die kleine Welt nicht stören, aber wir sind fortgeschritten in der Zeit. Vielleicht ist es sinnvoll, eine kurze Pause einzulegen. Ja? Wenige Minuten, achten Sie auf die Klingel.